Los geht's mit dem Fortuna Talk, präsentiert von SD Service Druck, dem Druckspezialisten aus Neuss. Letztes Heimspiel in diesem Jahr 2017. Die Fortuna unterliegt leider dem Club aus Nürnberg mit 0:2 und trotzdem wollen wir über das Spiel und auch über diese Hinrunde sprechen. Und an meiner Seite sind Havard Nielsen und Kapitän Oliver Fink. Grüßt euch erstmal. Herr Olli, ein paar Worte zu dieser Begegnung, die ihr euch bestimmt auch anders vorgestellt habt. Ja, vom Ergebnis her auf jeden Fall. Ich denke, dass wir erste Halbzeit ein richtig gutes Spiel abgeliefert haben und haben es dann zweite Halbzeit einfach nicht mehr geschafft, das auf den Rasen zu bringen. Hätten erste Halbzeit einfach uns belohnen müssen mit dem einen oder anderen Tor. Nürnberg hat es uns dann vorgemacht. Die waren zweite Halbzeit die bessere Mannschaft und sind dann unglücklicherweise mit zwei Standardsituationen da in Front gegangen. Hake ich aber direkt mal nach. Bleibt die Frage, warum ist es so? Warum schafft man es eben nicht, zwei erste Halbzeiten zu spielen? Ja, die Frage werden wir uns jetzt die nächsten Tage wahrscheinlich ein bisschen öfter stellen. Ich hoffe, dass wir da ein bisschen was aufarbeiten können, aber eigentlich bleibt da gar nicht so viel Zeit. Freitag geht es wieder weiter und wir wollen eigentlich das Jahr nochmal versöhnlich abschließen und da in Braunschweig was holen. Havard, du hast auch Einsatzzeiten heute bekommen. Trotzdem, glaube ich, war es schwierig, dann noch gut ins Spiel zurückzukommen, oder? Ja, das war nicht so einfach eigentlich. Wir haben, wie Fink ja auch sagt, eigentlich eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, hatten dann auch viele Torschancen da, kann auch dann in die Führung auch gehen. Leider war das dann nicht so und dann auch, wie gesagt, die zweite Halbzeit war dann nicht so gut von uns und dann war einfach Nürnberg das bessere Team. Olli hat gerade im Vorgespräch schon gesagt, die Verhältnisse müssten dir ja eigentlich gefallen. Das ist ja schon ein bisschen norwegisch hier die letzten Tage. Ja, das stimmt. Bisschen Schnee und so, kalt, das passt mir eigentlich gut, aber nee, also heute war es auch nicht so schwer. Klar, Platz war vielleicht nicht so gut heute, aber das war auch gleich für beide Teams. Aber ja, das passt mir eigentlich ganz gut. Wie siehst du deine persönliche Situation aktuell und auch deine persönliche Entwicklung in der Mannschaft? Am Anfang warst du mal kurz verletzt, jetzt bist du eigentlich relativ fit, aber ja, es gibt natürlich viele gute Spieler in der Mannschaft. Ja, das stimmt. Das Anfang war dann vielleicht nicht so gut. Dann die erste Spiel gemacht und dann direkt diese Muskelfaserrisse gehabt. Das war natürlich nicht optimal für mich, aber jetzt bin ich eigentlich, wie du sagst, fit. Ich fühle mich gut und ich hoffe auch, dass ich jetzt vielleicht auch noch ein bisschen mehr spielen kann. Aber stimmt auch, wir haben viele sehr gute Spieler in dieses Team und deswegen auch ist es nicht so einfach. Aber ich hoffe natürlich, dass ich jetzt ein bisschen mehr spielen darf. Kannst du trotzdem auch mit deiner Erfahrung, die du ja hast, auch im Training gerade den jüngeren Spielern helfen? Ja, also ich hoffe schon. Ich probiere auf jeden Fall im Training jeden Mal halt Gas zu geben, gut zu spielen. Und ich hoffe, ich kann die jüngeren Spielern auch ein bisschen was zeigen. Olli, wenn wir vor der Saison gesagt hätten, wir stehen nach der Hinrunde auf dem Relegationsplatz, hätte es jeder natürlich unterschrieben, wäre zufrieden gewesen. Wenn wir die letzten Spiele allerdings zurückblicken, sind es 3 aus möglichen 18 Punkten. Damit könnte natürlich alles andere zufrieden sein. Also vielleicht so dein Fazit der Saison bisher. Ja, wie du schon sagst, also die Ausbeute, die Punktausbeute ist in Ordnung, denke ich. Aber leider haben wir die letzten 5 Spiele, oder es waren 6 mittlerweile, nur 3 Punkte geholt. Da wäre natürlich viel, viel mehr drin gewesen. Ja, ist jetzt leider so. Wir haben jetzt am Freitag nochmal eine Chance, dass wir da vielleicht trotzdem noch ein bisschen was aufs Konto packen. Aber die Aufgabe, die wird natürlich nicht leichter. Und für uns geht es eigentlich heute nur darum, das Spiel irgendwie abzuhaken und dann Freitag ist einfach besser zu machen. Die Pause ist relativ kurz. Braunschweig hat deutlich längere Regenerationsphase, langsam. Aber spielt das in dem Moment überhaupt eine Rolle oder sagt ihr am liebsten schon morgen, damit wir es wieder klar bügeln? Ja, ich denke, das bedeutet eigentlich nicht so viel. Ich meine, wie Fink gesagt, will eigentlich heute das einfach das Spiel wegmachen und jetzt liegt dann die Fokus auf unser Spiel am Freitag und wir wollen dann natürlich dort alles machen, um dort ein gutes Spiel zu machen und hoffentlich auch ein Sieg wieder zu holen. Und dann geht's in die verdiente Winterpause. 24. Januar rollt dann wieder der Ball. Der Kapitän hat das letzte Wort und kann sich vielleicht nochmal bei den Fans bedanken, auch für das Jahr und dann frohes Weihnachtsfest wünschen. Ja, das mache ich natürlich sehr gerne, weil die Unterstützung, muss ich wirklich sagen, war in der Saison wieder herausragend. Vielen Dank, frohe Weihnachten an alle, kommt gut ins neue Jahr und dann hoffentlich geht's im neuen Jahr auch sportlich wieder in die richtige Richtung. Danke, Oliver Fink und Havard Nielsen und ich schließe mich an. Danke euch.